So. Komm her! So, genau, erstmal warte ich einmal ab. Und jetzt. Oh, toll. Jetzt wollte ich schon meinen jetzt aber hier. 1, 2, 3, 4. Boah, shit. Ich bin direkt in seine blöde Attacke mit reingekommen. Also ich bin drin stehen geblieben. Ob das jetzt so viel mehr Schaden macht? Ich bin mir gerade etwas unschlüssig. Irgendwie bin ich jetzt nicht so überzeugt. Nein! Ach, oh, verdammt! So, jetzt hier aber... Spritz! 10 Dingsbums getötet und einen Kraftpunkt dafür bekommen. Gut, aber da möchte ich jetzt gar nicht hier weitermachen. Ich möchte ja eigentlich zu den Indi... Oh, oh, oh. Mist, die haben mich, die Kleinen. Aber kein Problem. Boah, da kommen ganz schön viele. Irgendwie machen die jetzt gerade nichts. Die warten hier auf den Tod. Finde ich ja nett. So. Ja, die können zum Glück nicht so viel. Deswegen habe ich jetzt hier relativ schnell aus der Reserve geboxt. Aber ich sollte wahrscheinlich lieber versuchen, einen Weg zu finden, der nicht ganz so nah an Gegnern vorbeiführt. Wobei, naja, die 70 Schritte sollte ich eigentlich auch noch so... Oh, oh. Dass ich jetzt, nicht, dass ich jetzt Schiss hätte... Aber hier sind ganz schön viele von denen. Ich bin schon wieder beeinträchtigt. Und habe auch wieder die ersten gezogen. Naja, gut. Dann würde ich sagen... Komm her! So, zack. So, den hätte ich auch. Und jetzt überlege ich gerade, wie komme ich hier am besten über die Berge hinüber? Ja, da werde ich mich wahrscheinlich dann hier so irgendwie rumkämpfen müssen. Das gefällt mir, ach, hier, guck mal, da ist ein kleiner Durchgang. Ah, sehr schön. Muss nur eben noch schnell gegen diese Venenbrut kämpfen, die zum Glück jetzt nicht ganz so viel Leben hat, nur 4k. Zack und zack. Ja, also das mit dem Chaos-Fokus können wir gerne machen. Wie gesagt, ich werde nur vorher noch ein paar Kraftpunkte sammeln, dass ich da auch dementsprechend durchstarten kann. Ich glaube, einen Chaos-Fokus sollte ich ja eigentlich sogar noch haben auf recht guter Stufe. Das sollte ja funktionieren. Ansonsten könnte ich mir auch einfach von den Zechinen einkaufen, denn genau für solche Momente habe ich sie ja gespart. So, jetzt laufe ich hier ein bisschen Parkour, ein bisschen Slalom. Aber ich bin eigentlich gleich da, wo ich hin will, nämlich beim Sasquatch-Häuptling. Und gut, dass ich den vorher noch gar nicht besucht habe. Und wenn wir auch da sind... oh. Okay. Das sind ja gar keine Indianer. Das sind ja Affen. Also Affenmenschen. Okay. Hm. Das erklärt auch die Form des Schädels. So. Jetzt bin ich mal gespannt... wie der mit mir spricht. So, hier ist der Häuptling. So. Der Schädel wäre abgegeben, Bericht senden. Ja, gibt nur das Übliche dafür. Und die Quests von dem sind alle für mich noch gesperrt. Okay. Gut, und sprich, ich werde jetzt auch hier so nicht weiterkommen. Das ist natürlich doof. Dann können wir auch eigentlich wieder zurück zum Haus und können uns da nochmal genauer umsehen. Guti. Na gut, dann machen wir das halt so rum. Wäre natürlich jetzt ganz nett gewesen, aber die Quests sind hier noch gesperrt. Da bin ich noch zu schwach für. Ja, mach hier nicht so einen Aufstand. Ich bin ja gleich wieder weg. Ich werde hier schon nichts klauen. Habe ich zumindest nicht vor. So, für mich heißt es zurück zum Anwesen der Franklins. Und dazu muss ich mich hier wieder
durch diesen, ja, Giftwald schlagen. Erinnert mich so ein bisschen, kennt ihr den Anime Nausicaä? In the Valley of the Wind, oder im Tal des Windes heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Ein sehr guter Anime, einer der früheren Ghibli-Filme. Ja, da geht es auch um einen Pilzgiftwald, der die ganze Erde überwuchert. Das erinnert mich da jetzt ziemlich dran. Ich finde sowas immer ein bisschen eklig. So, jetzt nehme ich hier mal die Beine in die Hand und versuche einfach zu laufen. Also er muss das Geheimnis im Haus versteckt haben, denn uns wird ja auch der Kreis, ja, nur dort angezeigt. Ich habe jetzt gehofft, vielleicht durch den Schädel, wenn ich eine Runde mit den Sasquatch spreche, dass ich da die nötigen Infos kriege, aber dem war nicht so. Ja, dann muss ich jetzt wohl oder übel mein Glück hier wieder probieren. So. Ach, hier ist noch eine Leiter. Kann man die vielleicht nach oben nehmen? Nö. Die ist nur zur Dekoration da. Ich laufe hier mal eine Runde die Veranda entlang. Nehme die Hintertür. Eine alte Matratze. Aber nichts ist darin versteckt. Auch da oben in der Kiste nicht. Entweder bin ich blind oder... Ist der jetzt hier gerade... Nee, ist nicht aufgegangen. Ich dachte jetzt hier gerade, ist die Tür hier aufgegangen. Ich weiß, ist jetzt leider heute ein bisschen unspannend hier für euch, aber wenn ich hier weiterkommen will in dieser Quest, da muss ich hier auch herausfinden, wo hier die Hinweise sind. Ich könnte jetzt hier einfach kurz den Browser anschmeißen, aber ich will es natürlich selbst herausfinden, ist natürlich klar. Vielleicht die alte Kassette, hier ist noch ein Bild. Hier ist auch noch ein Bild. Hier auch noch, aber... kein Bild, das mir etwas bringen würde. Na, das wäre auch noch mit im Bereich. Das ist ja eine verzwickte Angelegenheit. Ah, hier noch ein paar Korrespondenzen. Vielleicht etwas unter den Dielen? Nee, auch nicht. War ich hier schon gewesen? Ja, hier war ich schon. Ah, ich habe hier noch nicht die Regale genauer untersucht. Sollte man ja auch immer mal tun. Der Fernseher, der erst angeht, wenn man daran vorbeiläuft, das ist sehr gruselig. Vielleicht bin ich auch einfach nur eine lebende Fernbedienung. Hm, wer weiß. Ah, die Leiche in der Gefriertruhe. Alter Klassiker. Hier das Messer. Oder übersehe ich nur einfach irgendwas? Ich bin jetzt kurz davor, die Folge einfach jetzt an der Stelle zu beenden. Dass ihr mir in die Kommentare... Die Augen des Todes nochmal. Ich habe an Engel geglaubt. Ich dachte, sie rufen mich. Du stehst davor auch rum und weißt auch nicht mehr. Ich kann da mal jetzt mal... Nee. Ich habe an Engel geglaubt. Ich dachte, sie rufen mich. Okay. Dann haben wir hier noch dieses Bild. Und der Tod starrte zurück. Ich dachte, ich wäre bereit. Ich dachte, das würde alle Probleme lösen.
Ach ja, aber wie oder wo, was? Hier ist irgendwo ein Hinweis drin versteckt, aber... Und der Tod startet. Vielleicht einfach mal so ein bisschen angreifen, so ein bisschen das Bild zerschneiden oder so. Das würde alle Probleme lösen. Sehr seltsam das alles. Irgendwie, liebe Leute, komme ich hier gar nicht weiter. Vielleicht habe ich auch einfach nur Tomaten auf den Augen. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch leider nicht verraten. Ja, einen Versuch starte ich nochmal nach oben zu gehen. Aber leider hilft mir das alles hier nicht weiter. Was habe ich hier eigentlich jetzt? Achso. Es ist wegen dem Wissen, was ich bekommen habe. Ja, tut mir leid. Also, ich könnte jetzt auch einfach anfangen, hier irgendwelche Nebenquests zu machen. Aber das würde mir, ja, jetzt gerade erstmal nichts bringen. Deswegen würde ich mal sagen, in Erinnerung an das gute alte Mitrate-Let's Play, könnt ihr mir ja vielleicht ein paar Tipps geben. Vielleicht habt ihr ja irgendetwas gesehen, das ich nicht gesehen habe und denkt euch die ganze Zeit, Mensch, Junge, da vorne ist es doch, geh endlich hin und mach doch mal. So schwer kann es doch nicht sein. Ja, dann schreibt es einfach in die Kommentare auf gronkh.de beziehungsweise auf meinen YouTube-Kanal. Und wenn ihr einfach nur Gedankengänge habt, dann könnt ihr das auch hinschreiben. Also es muss nicht immer die hundertprozentige Lösung sein. Manchmal kann man aus dem großen Potpourri an verschiedenen guten Ideen ja etwas Tolles zusammenmischen. Hoffen wir mal, dass es so läuft. Zumindest ich hoffe es. Ansonsten muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Aber schauen wir erstmal. Ich bin raus für heute. Sorry, dass ich da nicht ganz so viel geschafft habe. Aber ich denke, wir werden auch dieses Rätsel zusammengelöst bekommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein, gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.